Wir haben ja heute wieder die zweite Demo-Version hier am Start und ich habe neue Fragen an die Protagonisten. Und die wollte ich jetzt eigentlich mal stellen, wenn ich die Kamera mal kurz haben dürfte. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, da sind sie wieder, die zwei. Servus. Yeah. Hallo. Schön, dass hallo. Ihr hier seid. Hallo. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Danke. Ich meine, ich habe ja auch den Kasten Oettinger spendiert. Ich meine, wir machen jetzt kein Geheimnis mehr draus. Es kann sein, dass wir dann... wir machen das ganz offiziell jetzt. Also ja, irgendwann mal ein bisschen Geld verdienen von Oettinger, dass ihr dann mal einen Kasten frei Haus kriegt oder so. Ja. Na? Benny aus dem All. Wir hatten uns ja vorher schon mal kurz unterhalten und du hast ja ein spezielles Hobby. Ja. Zurück in die Zukunft. Den Film hast du schon 50 Mal geguckt. Auf jeden Fall, wenn es reicht. Nee, 500 Mal meine ich. Auf jeden Fall. Und du wolltest ja was bauen. Du hast ein Anliegen. Ein Anliegen an die Physiker. Genau, und zwar bin ich auf der Suche nach jemandem, der mich dazu unterstützt, das Hovercraft-Board zu bauen. Ja. Hast du da schon mal Kontakt zu jemandem aufgenommen eigentlich? Nein, bis jetzt noch nicht, aber ich schätze, die Gelegenheiten dazu werden noch kommen. Ja, ja. Du hast ja Zeit genug am Tag eigentlich Recherchen zu betreiben, oder? Ja, ich habe halt Geld, ne? Hat mal Zeit. Geld hast du, ja. Ja. Glaube ich auch. 5 Euro am Tag. Ja. für Oettinger Bier. Ich bin beim Arbeitsamt. Gern gesehener Gast, ja. Scheiße. Ja, also ich will das jetzt nicht verhöhnen, aber ich meine, ihr geht ja offen damit um, ne? Dass ihr da Harzer seid. Ja, ganz locker. Professionelle Harzer. Ich meine, ich danke euch für die Ehrlichkeit und es ist ja auch wichtig, dass man da mal drüber spricht und auch Randgruppenexistenzen haben ja, denke ich mal, das Recht, in den freien Medien sich zu äußern. Stimmt's? Ja, absolut, weil die gehören ja auch zur Gesellschaft. Eben. Wir gehören ja auch dazu. Ja, ich meine, wir leben ja auch. Genau. Wir leben gerne hier. Ja. Hier, gerne hier in der Wohnung. Schön. Man kann uns gerne Bier. Einfach. Ja. Und ohne Bier könnte ich auch nicht mehr. Ihr kriegt ja auch bezahlt. Ja, absolut. Das Bier inklusive wahrscheinlich. Unsere Grundnahrungsmittel ist Bier. Bier und was ich euch geschenkt habe jetzt von naja, so, das müssen wir jetzt rausschneiden dann später. Aber was ich den Jungs hier spendiert habe, das ist Campari, das fliegt jetzt gerade mal ein. Campari, ne? Das kennt ihr sonst nicht, ne? Ja. Nee. Campari Safari, ist zu teuer. Mach eine Safari mit Campari. So kostet Tetra-Pack. Stimmt mal wieder weg hier. Ist viel zu teuer, ja. Ich weiß nicht, wer das getrunken hat, aber ich weiß nicht. Tetra. Ich finde es eine Beleidigung auch, okay, das jetzt zu zeigen, weil ich habe nicht getrunken. Das ist sehr arrogant von dir. Ja, also ehrlich, so Alkoholiker sind wir jetzt auch nicht. Außerdem sind schon... Ne? Ja, wir müssen jetzt wieder Schluss machen, weil das ist ja nur eine Demo-Version. Ah. Und ja, dann machen wir mal Schluss. Ach so, ich habe mich vorgestellt vorhin? Du hast dich vorgestellt, ja. Als J.M.